Alle Kolleginnen und Kollegen und Gäste aus der Essener Stadt können gerne auch so ein bisschen hier schon reinkommen. Aber achten Sie natürlich auf die Pflänzchen, nicht? Da müssen Sie ganz, ganz sorgsam sein. Also kommen Sie ruhig ein bisschen näher, das kann sich hier gerne ein bisschen füllen. Kommen Sie, seien Sie mutig. Es ist ein offener Garten, es soll ein offener Garten sein. Wir fangen erst an, wenn Sie alle diesen Garten vereinnahmen. Die Natur ist allermeister Meister. Sie zeigt uns erst den Geist der Geister. Und ich bin sehr glücklich, dass wir ein paar Lehrerinnen und Lehrerinnen heute auch dabei haben. Wer hat das geschrieben? Es war natürlich, es war klar, es kam von mir, Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Herzlich willkommen hier in unserer grünen Achse und zur Eröffnung der grünen Achse im ThyssenKrupp-Quartier in Essen. Herzlich willkommen, Herr Oberbürgermeister Kufen, Frau Umweltdezernentin Raskup, verantwortlich für die grüne Hauptstadt Europas, in Essen in diesem Jahr. Unsere TK-Vorstände begrüße ich herzlich, Oliver Burkhardt, Donatus Kaufmann und Guido Kerkhoff. Herzlich willkommen, liebe Lehrerinnen und Lehrer, Direktorinnen und Direktoren, Schülerinnen und Schüler. Wo seid ihr? Ich höre euch nicht. Jetzt habe ich euch auch gehört. Gesehen habe ich euch schon längst. Herzlich willkommen, also das Alfred-Krupp-Gymnasium, Bodelschwing-Schule, die Gesamtschule Bockmühle, die Hüttmann-Schule und natürlich die Kinder von der Kita. Nun genug meiner Worte. Ich übergebe nun dieses Podest, diese kleine grüne Bühne an Sie, Herr Bock. Vielen Dank, Herr Schneider. Die Bühne sind grün, die ist braun, aber das tut ja erstmal nichts zur Sache. Meine Damen und Herren, beginnend sehr geehrter Oberbürgermeister Thomas Kufen, sehr geehrte Umweltdezernentin Sabine Raskop, liebe Schülerinnen und Schüler unserer Nachbarn, Kinder der Kita Minneapolis, auszubildende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Gäste. Merken Sie was? Diese Form von Begrüßung gibt es eher selten bei ThyssenKrupp. Also muss heute hier irgendwas Besonderes passiert sein und in der Tat, Sie sehen es, aus unserer Wasserachse ist eine grüne Achse geworden. Und ziemlich viele Menschen hier können von sich behaupten, über Wasser gehen zu können. Wir stehen nämlich mittendrin. Der Grund, warum wir diese Wasserachse umgebaut haben in eine grüne Achse, ist ein sehr schöner, nämlich der, dass Essen die grüne Hauptstadt Europas im Jahr 2017 ist. Und dafür, lieber Herr Oberbürgermeister, als höchster Repräsentant der Stadt, darauf können Sie stolz sein. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das Problem ist, wisst ihr, wenn einer am Mikrofon steht, mit dauernd Applaus, der redet und redet und redet, dann ist der aufpassen. Ja? Ich sage es nochmal, ja? Kleiner Hinweis. Also, warum passen Essen und ThyssenKrupp gut zusammen? Ich glaube, wir haben mal über unsere 200 Jahre und auch die Stadt Essen, über seine noch viel längere Historie, eines gemeinsam. Wir verändern uns immer wieder. Wir müssen uns manchmal fast schon neu erfinden, aber auch jetzt gerade wieder in Essen und auch bei ThyssenKrupp viel Veränderung. Und das, denke ich, ist etwas, was uns verbindet. Vielen Dank. Ich habe noch nie so treue Fans hinter mir. Lieber Herr Kufen, als Sie die Nominierung bekannt gegeben wurde im letzten Jahr und dann dieses Jahr nur noch stattfindet, haben Sie uns gefragt, wie wir uns beteiligen können als Unternehmen. Und der Bauch sagt da schnell ja. Natürlich wollen wir uns beteiligen, wir sind Teil dieser Stadt, wir sind Partner, wir sind Nachbarn, wir fühlen uns Essen verbunden. Wenn ich Guido Kerkhoff anschaue, weiß ich, dass unsere finanzielle Situation sozusagen dem Bauchgefühl vielleicht etwas entgegenkommt und deswegen haben wir unser Köpfchen angestrengt und haben überlegt, was können wir eigentlich machen, was kann unser Beitrag sein
anstelle einer Summe zu spenden. Und das, was wir heute hier sehen, ist das Ergebnis. Im normalen Leben würde man sagen, wir haben uns eine Muskelhypothek aufgebürdet, nämlich das, dass wir alleine mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas geschaffen haben, in 99 Tagen, intern, im Budget. Dafür meinen ganz herzlichen Dank an alle, die beteiligt sind. Also haben wir das gemacht, was wir konnten. Wir haben Wasser rausgelassen aus diesem Becken, wir haben umgebaut und mit, wie gesagt, vereinten Kräften hier etwas geschaffen. Das war uns wichtig, weil es eben auch das Miteinander prägen soll. Sie sehen das alle, einige von uns haben ziemlich blaue Turnschuhe an, unser Logo hat sich verändert, die Farben haben sich verändert. Engineering Tomorrow Together, das ist die Botschaft dabei und es ist ein schöner Together-Moment mit Ihnen allen hier, aber auch mit dem, was wir hier geschaffen haben. Erneut mein ganz besonderer Dank an die Kollegen der ThyssenKrupp Regional Services, an unsere Auszubildenden, an alle, die dazu beigetragen haben. Ich hoffe, Sie haben mindestens bis September sehr viel Spaß, so viel Spaß wie wir und meine Fans hinter mir. Vielen Dank. Stellvertretend hier für ThyssenKrupp. Ich grüße auch sehr Herr Kerkhoff und Herr Dr. Kaufmann. Vielen Dank, dass Sie ebenfalls Teilnehmer grüßen. Wir auch Herrn Liesinger. Ich weiß, der verfolgt das auch mit großem Interesse und ist jemand, der auch das nachhaltig unterstützt. Vor allen Dingen sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kinder, das ist für uns ein ganz besonderer Tag, weil, ja, wir sind grüne Hauptstadt Europas und heute konnte man zum Beispiel in der Süddeutschen sehen, eine ganze Doppelseite berichtet über unsere Heimatstadt Essen und welches Bild wir am Ende nach außen tragen, welche Chance wir ergreifen, wenn wir in einem Jahr ganz Europa hier zu Gast haben, die sich interessieren, wie wird man eigentlich grüne Hauptstadt, wie macht man aus der ehemals größten Montanstadt Europas eine grüne Stadt mit viel Lebensqualität. Das weckt Interesse und das Bild, was wir zeigen, ist vor allen Dingen eins, dass die grüne Hauptstadt nur funktioniert und nur erreicht werden kann, wenn die Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Es ist nämlich nicht, dass jemand im Rathaus einen Knopf drückt oder in einer Konzernzentrale ein Hebel umgelegt wird, sondern grüne Hauptstadt ist vor allen Dingen ein Zollen an Respekt gegenüber den Menschen, die in dieser Region verbunden sind, die nicht weglaufen vor Problemen, die sich den Situationen stellen und die verbunden sind mit der heimischen Scholle und gerne hier leben und aber auch wissen, dass wir schon vieles erreicht haben von einer grauen Stadt hin zu einer grünen Stadt und gleichzeitig auch wissen, grüne Hauptstadt Europas heißt nicht, dass hier schon alles im grünen Bereich ist, sondern wir nach wie vor uns ehrgeizige Ziele gesetzt haben im Bereich von Umweltschutz und Klimaschutz und Nachhaltigkeit und das ist ein Thema, was uns verbindet mit ThyssenKrupp, denn wir sind natürlich stolz, dass ThyssenKrupp wieder ein Essener Unternehmen ist. Der Name Krupp verbindet sich in der Welt mit Essen. Nicht übrigens nur als großes Industrieunternehmen, als Global Player, sondern einer der Vorfahren der Krupps war mal Bürgermeister von Essen. Und wenn man mal genau schaut, wo die Krupps herkommen, sind sie gekommen als Flüchtlinge. Aus den Niederlanden, sie waren Glaubensflüchtlinge und haben hier in Essen Asyl gefunden und haben sich hier wohlgefühlt und haben sich entwickelt. Und ich finde, die Geschichte ist genauso spannend zu erzählen, wenn man hier die Kinder und Jugendliche aus den Essener Schulen und Kitas sieht. Vielleicht wird aus euch auch irgendwann mal jemand Oberbürgermeister. Möchte jemand Oberbürgermeister werden? Okay. Mit Blick auf das Alter bin ich ganz entspannt im Moment noch. Denn man muss ja 18 Jahre alt werden, habe ich also noch ein paar Jahre. Aber ich finde, das ist ganz schön, dass wir hier die Eröffnung der grünen Achse im ThyssenKrupp-Quartier erleben, dass wir damit auch unterstreichen, dass sich ein solch moderner Weltkonzern sich öffnet zur Stadt. Das unterstreicht die Architektur hier. Es ist eben kein Campus mit Mauern, sondern es ist von Anfang an geplant als ein Campus, der durchzogen ist durch Grün, wo die Bürgerinnen und Bürger eben sich auch den Raum hier nehmen können, Klammer auf, wenn sie sich ordentlich verhalten, Klammer zu. Das gehört auch dazu. Und das entsprechend auch hier mit der grünen Achse wir deutlich machen können, die grüne Hauptstadt ist ein Mitmachprojekt. Und nicht nur hier, wir haben 200 Bürgerprojekte, über 300 lokale Umweltaktionen.
zeigen eben, dass die Bürgerinnen und Bürger sich sehr wohl für ihre Umwelt interessieren und nicht nur interessieren, sondern sich dafür einsetzen. Und wir setzen vor allen Dingen nicht nur auf die Unternehmen, die das erkennen und sich positionieren als modernes Unternehmen, sondern wir setzen vor allen Dingen auf die Kinder und Jugendlichen. Denn das, was wir in der Kita, in der Schule ansetzen, wo wir gemeinsam eben den Erfahrungsraum eröffnen, wo wir deutlich machen, wie wichtig es ist, mit wachen Augen durch die Umwelt zu gehen und sich selbst einzusetzen, ob es dabei ist, ein Insektenhotel zu realisieren, eine Bachpartnerschaft überzunehmen oder vielleicht einfach nur darauf zu achten, dass er beim Einkauf nicht irgendwelche Plastiktüten kauft, sondern vielleicht einen Stoffbeutel mitbringt. Denn das ist das, was die Kinder und Jugendlichen sehr früh lernen. Und wenn die Kinder das gelernt haben, dann sollten die Erwachsenen das doch auch lernen können. Insofern sind wir eben auch angewiesen, dass die Kinder uns eben auch mit auf den Weg nehmen in die Stadt von morgen. Eine Stadt, die mit hoher Lebensqualität sich den Zukunftsherausforderungen stellt. Und das ist die Stadt, die ich mir wünsche. Meine Heimatstadt Essen ist offen für viele und offen für vieles. Wir sind weltoffen und tolerant und glauben an die Zukunft dieser Stadt. Und deshalb sind wir ausgezeichnet worden von der Europäischen Union mit dem Titel Grüne Hauptstadt Europas. Zum zweiten Mal. In 2010 war es die Kulturhauptstadt, in 2017 die grüne Hauptstadt Europa. Und meine Damen und Herren, es gibt keine andere Stadt in Europa, die beide Titel auf sich vereinen kann. Insofern bin ich sehr stolz, dass wir in diesem Jahr genau das feiern können, dass wir auch dieses Alleinstellungsmerkmal haben und dass wir heute hier ganz konkret mit den Kindern der Kita Minneapolis, mit dem neuen Biotop, mit Schülerinnen und Schülern der Hüttmann-Schule, der Gesamtschule Borbeck, der Bodelschwing-Schule und der Alfred-Krupp-Schule hier die Beete pflegen werden, die Projekte nach vorne bringen, zusammen mit der tollen Unterstützung der Ehrenamtsagentur und vor allen Dingen mit einem, wie ich finde, tollen Unternehmen wie ThyssenKrupp. Herzlichen Dank dafür und Glück auf. Hier sind noch welche, sind noch nicht fertig. Du auch noch? Ab hier. Ja, vielleicht da. Guck mal, da ist noch ein Platz. Hier kann noch was. Da ist noch Schiffer. Wo soll das machen? Nein, das machen wir gleich. Was fragen wir dann? Super. Ja. Aber du machst ja nicht. Ja, meine Gießkanne kommt. Aber ist das schon mal. Du brauchst nicht für Gießkanne. Aber vorsichtig, aufpassen, ne? Mach mal ein bisschen Gießen. Pass auf, du brauchst jetzt auch noch. Ich meine, wir haben ja viele. Was hast du? Ein bisschen tiefer. Wie wär's mit dem Hoch? Ja, das wollte ich tiefer. Hier, die Grane. Ihr dürft auch machen. Guck mal, da kann man auch noch was hinmachen. Ja, okay. Guck mal, da ist ein Loch. Da, wo der steht, da kann man auch mit dir. Du darfst auch ein Loch machen. Der ist ein guter Gärtner. Dann nehmen wir diesen jetzt.